Wow, endlich angekommen. Die große Stadt, direkt an der Ostsee. Hier ist sicher immer was los. So, jetzt erstmal auf zum... Da ist bestimmt richtig Trubel. Niemand da? Alles zu? Dann weiter in die Kröpi. Hier ist auch nichts los. Wo sind die denn alle? Hallo? Hallo? Oh. Hier nicht? Da nicht? Und hier auch nicht? Ah. Und hier vielleicht? Oh. Oh Mann. Ey! Hm? Da, der Supreme Shop. Was? Supreme Surf? Surf Shop? Na, mal schauen. Oh. Die sind ja schön. Coole Klamotten. Alles, was ich für meinen Strandausflug brauche. Vielleicht können die mir ja weiterhelfen. Hey, du da mit dem blauen Sweatshirt. Ja, genau du. Wer bist du denn? Ich bin der Manni und arbeite halt im Supreme Surf Shop als Verkäufer. Und meine Aufgaben sind hier so Verkauf, Beratung und so weiter. Aber halt auch auf unsere Festivals dort den Shop managen, mehr oder weniger. Und immer wieder auch so kleine Sachen im Eventbereich, ne? Also Ideen einfließen lassen und so weiter. Also ich sag mal, man ist, wenn man hier arbeitet, irgendwie überall mit drin. Sag mal, wie bist du denn hier reingekommen? Ich komme halt ursprünglich vom Skateboardfahren, mache das jetzt schon 13 Jahre und bin jetzt hier so ein bisschen, ne, reingestolpert ins ganze Surfen so. Und also, sobald Wind ist und sobald ich frei habe, dann nutze ich das wirklich jede Sekunde aus. Also jetzt gerade letzte Woche war sehr viel Wind und da war ich dann wirklich jetzt 5 Tage lang je 8 Stunden immer auf dem Wasser und dann fährt man auch, bis man irgendwann umfällt. Das ist dann, wird ausgenutzt auf jeden Fall. Wo kommt das Surfen denn ursprünglich her? USA, die Staaten so, wo es halt die Wellenspots gibt, sage ich mal, da kommt das natürlich her. Aber dieser Ur-Ur-Gedanke kommt tatsächlich aus Hawaii, wo die Leute sich gedacht haben, die Wellen kann man auch mal fahren. Ist euer Surfshop wirklich der älteste der Welt? Ja. Nicht direkt unser Surfshop der älteste der Welt, sondern dieses Gebäude ist sehr alt. Das ist jetzt halt schon 500 Jahre alt und deswegen haben wir quasi den ältesten Surfshop der Welt. Genau, richtig, weil das Gebäude einfach so alt ist. Seit wann gibt es denn euren Shop? 10 Jahre bestehen wir jetzt schon und das Ganze noch ein bisschen zelebriert, indem wir halt hier den ganzen Shop umgebaut haben als große Disco, mehr oder weniger. Und haben halt quasi mit unserer ganzen Kundschaft nochmal das Ganze wirklich gefeiert. Was bietet denn der Surfshop alles an? Ich sag mal, Hauptfokus liegt da auf jeden Fall bei Kitesurfen, Windsurfen, Wellenreiten auch. Ist halt alles immer so ein bisschen spezieller, weil hier, sag ich mal, die Wellenreitszene nicht ganz so groß ist. Dann natürlich halt Longboard, Skateboard, auf jeden Fall ganz wichtig. Und jetzt seit ganz neuen machen wir auch noch Wakeboards. Da ist jetzt auch die Nachfrage offenbar gestiegen, da wollten wir auch nochmal mit einsteigen. Aber Hauptfokus ist auf jeden Fall Windsurfen, Kitesurfen. Das ist so unser Standbein. Wie cool! Dann schaue ich mich doch noch mal um. Wo kann man denn bei euch surfen lernen? Das ist einmal in Warnemünde das Beach House und in Saal der Surfbus. Am Beachhaus in Warnemünde machen wir halt Wellenreitkurse, Stand-Up-Paddle-Kurse, das lernt man relativ schnell. Und da kommen auch viele Leute, die sagen, ach, das wollte ich schon immer mal probieren, das leihe ich mir mal schnell aus.
revolutionize the boys and girls. It's possible to educate the next generation that will rule the world someday. The changing times of the 21st century. Und was ist das Besondere in Warnemünde? Das Besondere in Warnemünde ist, dass wir die Fährwelle haben, die entsteht, wenn die Fähre aus Dänemark nach Rostock fährt und in den Hafen einläuft. Dadurch entsteht halt eine relativ große, hohe Bugwelle. Und das ist natürlich das Attraktive, ne? Das hat man ja sonst nicht so oft jetzt gerade im Flachwasserbereich. Da kommt natürlich so eine kleine Kabelwelle. Aber gerade für die Windsurfer ist es die Ostsee auf jeden Fall attraktiver. Wer kommt denn so zu euch? Da kommen wirklich aus allen Schichten die Leute. Also seien es ganz viele Studenten, ganz viele Ärzte, aber wie gesagt auch Leute, die nicht unbedingt das Kleingeld dafür übrig hätten. Studenten und so weiter. Da gibt es aus allen Schichten und auch aus allen Altersbereichen. Ne? Also wir haben auch Kunden, die jetzt einen Kitesurf-Kurs anfangen mit 80, weil sie jetzt die 30 Jahre davor Windsurfen waren und sich gedacht haben, okay, ich will jetzt nochmal was Neues ausprobieren. Und wenn man jetzt nicht gerade der super Freestyler werden will mit 80, weil das ist, glaube ich, irgendwann nicht mehr möglich, da machen dann die Knie nicht mehr mit. Aber so ein bisschen fahren und, sag ich mal, diesen Freeride-Effekt so zu bekommen, um wirklich ein bisschen vielleicht in der Welle zu fahren und auf der Ostsee, das kann man auf jeden Fall mit 80 auch noch machen.